Hallo, herzlich willkommen zu den CrossCamp Room Touren. Mein Name ist Andreas Kaut, ich bin Marketing Manager bei CrossCamp und stelle euch heute unseren CrossCamp Camper Van 541 vor. Der CrossCamp 541 basiert auf dem Opel Vovano, kommt hier schon in der Unlimited Ausstattung, bietet bis zu 4 Personen Schlaf- und Sitzplätze, optional am Aufstelldach und einem komplett neuartigen Grundriss. Aber den schauen wir uns genauer an. Beim 541 sprechen wir nicht von einem klassischen Grundriss, die haben wir auch bei CrossCamp, die stellen wir euch aber in einem separaten Video vor. Beim 541 wurde eigentlich das Konzept eines Urban Campers auf die Basis eines Campervans übertragen. Wir haben hier viele modulare Möbelkonzepte, der Küchenblock ist herausnehmbar, das Bett ist herausnehmbar, sodass man den Grundriss so gestalten kann, wie man es gerade aktuell braucht oder wie es gerade in der Alltags- oder Reisesituation notwendig ist. Willkommen im Cockpit des 541. Hier sind serienmäßig Verdunklung verbaut, sowohl für die Beifahrer als auch für die Fahrertür und natürlich für die Frontscheibe. Bequem kann man sich's auf den beiden Captain-Chair machen, serienmäßig mit Armlehnen rechts und links und natürlich Drehkonsolen, sowohl Fahrer- als auch Beifahrersitz. Ganz klassisch befindet sich rechts neben dem Einstieg einerseits die Steuerung der Trittstufe, der Lichtschalter für die Außenbeleuchtung. Hier haben wir eine stufenlos dimmbare Außenbeleuchtung verbaut und natürlich auch der erste Schalter für den Innenraum. Neben den beiden Lichtschaltern im Eingangsbereich für Markise und Hauptbeleuchtung finden sich hier 2 weitere Lichtschalter, ebenfalls wieder für die Hauptbeleuchtung und einmal für die indirekte Beleuchtung an der Seite. Die Lampen sind hier jeweils stufenlos dimmbar, den Schalter einfach ein bisschen länger gedrückt halten und die Lichtstärke einstellen, die man haben möchte. Ein weiteres Licht haben wir hier unter dem Küchenblock für die Küchenbeleuchtung. Ansonsten befinden sich hier 2 230 Volt Steckdosen, die funktionieren allerdings nur, wenn das Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist und ansonsten Lademöglichkeiten unterwegs, wenn man autark steht, 12 Volt Steckdosen hier und 12 Volt Steckdosen hier oben. Hier oben befindet sich das Bedienpanel der Bordelektronik. Einerseits kann ich den Wohnraumstrom an- oder ausschalten, kann den Batteriestatus überprüfen und hier die Diode leuchtet orange, wenn das Fahrzeug angeschlossen ist und beziehungsweise an Landstrom angeschlossen ist. Direkt daneben befindet sich die Bedieneinheit der Standheizung. Eine Besonderheit bei dem Fahrzeug ist, dass wir eine Dieselstandheizung verbaut haben, im Gegensatz zur klassischen Gasheizung. Die Gasheizung hat normalerweise 11 Kilo Gasflaschen an Bord. Den Raum oder den Platz haben wir uns gespart, dadurch, dass es ein kleines Grundfahrzeug ist, ein kleiner Grundriss, und sind auf diese Dieselstandheizung gegangen. Die Dieselstandheizung hat auch den Vorteil, wenn man länger unterwegs ist oder remote unterwegs ist. Diesel findet man an jeder Tankstelle, kann den Tank ganz normal füllen. Allerdings Gasflaschen aufzufüllen, ist je nachdem, wo man sich befindet, in welchem Teil der Welt, um einiges schwieriger. Kommen wir zum Küchenbereich im 541. Hier vorne im vorderen Teil befindet sich unser Waschbecken mit 10 Liter Frisch, 10 Liter Abwasser. Die Kanister befinden sich direkt hier im Schrank. Man kommt gut dran, kann sie gut befüllen, entleeren. Und hier kommen wir wieder, wie bereits zum erwähnten modularen System, den vorderen Teil der Küche. Der ist nur über Rändelschrauben befestigt, der kann gelöst werden und auch außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden oder zu Hause in der Garage oder im Keller gelassen werden, je nachdem, ob man den Platz benötigt oder nicht. Direkt dahinter befindet sich ein Gaskocher, 2 Flammenkocher mit Piezo-Zündung. Hinten im Heck ist eine 1,8 Kilo Gasflasche verbaut, die wirklich nur für den Kocher benötigt wird. Hier hinten im Heck befindet sich der 70 Liter Kompressorkühlschrank. Doppelanschlag von vorne oder von hinten zu öffnen. Egal, wo ich mich im Fahrzeug befinde, kann ich jederzeit was Kühles zu trinken oder Essen aus dem Kühlschrank nehmen. Der Kompressorkühlschrank wird komplett über die Aufbaubatterie betrieben. Das heißt, man ist auch unabhängig von Landstrom oder jetzt vom Gas. Das Küchenmodul ist herausnehmbar und relativ schnell erledigt. Das Möbelstück ist mit 3 Rändelschrauben befestigt, 2 im Boden, einmal links unten im Fach, einmal unter den Wasserkanistern und eine 3. Schraube befindet sich unterhalb des Waschbeckens rechts zum Kochmodul.
Trotz der modularen Bauweise und den herausnehmbaren Möbelmodulen bietet der fest eingeteilte Küchenblock im hinteren Bereich ziemlich viel Stauraum. Die Couch ist das große Highlight in diesem Fahrzeug. Nicht nur, dass man hier eine riesen Sitzfläche in einem doch relativ kleinen und kompakten Fahrzeug hat, sondern auch hier ist die Couch bzw. Schlaffläche wirklich vielseitig nutzbar. Zusammen mit den beiden gedrehten Vordersitzen ergibt sich hier eine gemütliche Sitz-Essecke. Das demonstrieren wir kurz. Der serienmäßig mitgelieferte Tisch ist ein Dreibeintisch, das heißt, der Tisch kann auch außerhalb des Fahrzeugs benutzt werden, wenn ich vor dem Fahrzeug sitze. Ansonsten kann er hier im Fahrzeug in die Kederleiste eingehängt werden, Höhe anpassen und schon kann ich hier in einer gemütlichen Sitzgruppe zu zweit, zu dritt in Ruhe essen. Ist man alleine unterwegs oder macht eine kurze, schnelle Pause, bietet die Couch auch schon ausreichend Liegefläche für eine Person. Ansonsten hat mir unten ein bequemes Bett für zwei Personen, in dem man die Schlafcouch einfach auszieht. Bettverbreiterung ist ausgefahren, die Sitzunterlage, die Rückenlehnen und ein zusätzliches Element sorgen für bequemen Schlaf. Wenn man es jetzt noch perfekt, gönnt man sich unseren Topper aus dem Custom Part Sortiment. Voila! Kommen wir auf unser modulares Möbelkonzept zurück. Nicht nur der Küchenblock ist herausnehmbar, auch unsere Schlafsitzbank ist wahlweise komplett rausnehmbar, wenn man ein optionales Aufstelldach hat, oder zur Not kann man es einfach wegklappen. Das zeige ich euch jetzt. Polster entfernen. Die Liegefläche hochklappen. Arretieren und fertig. Der gewonnene Schlafraum unter dem Bett kann vielseitig genutzt werden. Es befinden sich zwei Airline-Schienen auf dem Boden, auf dem die optionalen Sitze befestigt werden können. Das zeige ich gleich. Und ansonsten hat man hier viel Platz für Gepäck, für Suffs, Boote, Fahrräder oder was auch immer man verstauen möchte. Wenn da die Bettfaktoren nicht im Weg sind, kann man die ebenfalls schnell entnehmen. Die Airline-Schienen im Boden dienen nicht nur als Befestigungsmöglichkeit für Gepäck, sondern in der Airline-Schiene können auch zwei zusätzliche Halsersitze befestigen werden. Der hintere Fahrtrichtung, der vordere Sitz entgegengeragt. Die Sitze haben serienmäßig Isofix-Anbindung, also auch für die ganz kleinen Gäste. Beim Aufbau der Couch oben einfach die Halterung wieder verriegeln. Die Rückenlehnen können mal mit einem Klett auf der Rückseite befestigt werden. Um ins obere Stockwerk zu kommen, ist eine Teleskopleiter dabei. Die kann in zwei Positionen befestigt werden. Entweder hier leicht angeschrägt, allerdings wenn das Bett ausgefahren ist hier unten, dann funktioniert das nicht. Deswegen gibt es eine zweite Position, dass die Leiter hier eingehängt werden kann und gerade einfach hinter dem Fahrersitz nach unten geht. Zuerst öffne ich über einen Sicherheitsverschlüssel, ähnlich wie Anschnaller. Dann gibt es einen elektronischen Verschluss hier auf der linken Seite. Mindestens für zwei Sekunden klicken, mindestens für zwei Sekunden drücken, dann hört man es entriegeln. Und im nächsten Schritt wird das Dach gleichzeitig rechts und links nach oben gedrückt und stellt sich schon im Weiteren von alleine auf.
Hier oben die Dachluke hat nicht nur einen Sichtschutz oder eine Verdunklung verbaut, sondern auch ein Fliegengitter. Und kann selbstverständlich geöffnet werden, um auch im Sommer hier oben ein angenehmeres Klima zu schaffen. Das Gummiband hier in der Mitte kann natürlich entfernt werden, damit es nicht im Weg ist, wenn man rein und raus klettert. Das dient einfach nur dazu, dass beim Einklappen des Aufstelldachs die Seitenwände nach innen gezogen werden und sich nicht außen verklemmen. Zudem gibt es hier oben einen Rausfallschutz. Der wird ausgerollt, wird hier eingehängt und fertig. Die große Liegefläche und der Lattenrost sind zwar ultra bequem, aber nicht das große Highlight in diesem Aufstelldach. Das größte ist die Panoramafunktion. Wer jetzt noch sagt, er möchte lieber unten schlafen, keine Fragen. Zum Schließen des Dachs, eigentlich in der umgekehrten Reihenfolge. Wichtig beim Öffnen und Schließen ist immer, dass zumindest die Schiebetür oder vielleicht eine Seitentür offen ist, dass halt Luft in oder aus dem Fahrzeug raus kann. Zum Schließen ziehen wir an den beiden Gurten vom Sicherheitsverschluss, gleichzeitig rechts und links, damit es gleichmäßig runtergeht. Darauf achten, dass der Stoff auf der rechten und linken Seite auch einklappt und sich nicht verheddert. Die letzten Zentimeter fällt das Dach dann alleine. An den Griffen festziehen, verriegeln, Sicherheitsverschlüsse schließen und fertig. Sämtliche Fenster im Innenraum, sowohl die Dachluken als auch die Fenster am Heck oder an der Seite, haben jeweils einen Sichtschutz bzw. eine Verdunklung sowie ein Fliegengitter. Aber auch die Schiebetür ist durch ein fest eingebautes Fliegengitter geschützt. Die Markisen sind Serienausstattung bei unseren Campervans bzw. gehören zum Unlimited-Paket. Die Kurbel befindet sich bei den 640-600er Modellen hinten unter dem Bett und beim 541 ebenfalls unter der Couch, also ebenfalls unter dem Bett. Kurbel auf die richtige Länge ausfahren, einhängen, kurz ein bisschen verdrehen, damit es einriegelt. Markise ausfahren. Mit CrossCamp Custom Parts bieten wir Zubehör, der perfekt an das Fahrzeug angepasst wurde und den Nutzen erweitert oder ihr das Fahrzeug für euch und euren Nutzen individualisieren könnt. Fahrhausteppiche, Topper, Fahrradhalterungen für die Hecktür oder für den Anhängerträger, Zubehör für den Dachträger oder auch einfach ein Organizer-System für eure Schränke. Egal was, ihr könnt euren CrossCamp genau auf eure Bedürfnisse einrichten und anpassen. Das war die Roomtour durch unseren CrossCamp Campervan 541. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schaut bei einem unserer Handelspartner vorbei oder macht am besten direkt eine Probefahrt und überzeugt euch selbst.